Ja, willkommen mitten in Berlin bei einer sehr spontanen Sache. Eigentlich wollte ich spontan nach Prag fahren, aber ist mir zu unsicher, ob ich zurückkomme. Außerdem bekomme ich leider Montag nicht frei. Und deswegen geht es jetzt nach Usedom. Theoretisch, das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass ich einmal quer durch Berlin muss. Quizfrage, wofür ist Berlin bekannt? Ein Fernsehturm oder für 2000 rote Ampeln? Antworten Sie jetzt! Oder nie? Kleines Zwischenupdate. Also ich bin jetzt in Pankow, ne? Und erstaunlicherweise kommt man nachts schlechter durch die Stadt als am Tag. Weil überall rote Ampeln, da kriegt man doch ein zu viel als Radfahrer. So, wie es aussieht, bin ich jetzt gleich aus Berlin raus. Zumindest schon auf der B96. Und ja. Ich sag mal, wir sehen uns wieder beim Sonnenaufgang. Hey, kleine Zwischenmeldung für der dunklen Landstraße. Also es ist teilweise, ja, echt knackig. Man hört die Tiere im Busch rumrennen und ich hoffe, es geht alles gut. Clever wie ich bin, habe ich vorher was gegessen, bevor ich losgefahren bin. Hier noch Buletten und ja, ich denke mal, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Durst, als ich sonst nachts hätte. Vorteile an Nachtfahrten: die Landstraßen sind relativ leer. Nachteile an Nachtfahrten: die Tankstellen haben meistens morgens um 4 Uhr zu. Zumindest auf dem Land. Ja, also ich glaube, einen idyllischen Sonnenaufgang wird es heute nicht geben. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Tja, meine Waldwege sind richtig cool. Allerdings muss ich halt sagen, ja, ich habe nur noch einen halben Liter Wasser. Und ich bin jetzt irgendwo in der Jungfernheide und dann kommt noch mehr Heide. Puh, wird interessant. Also die Wegbeschaffenheit ist schon mal ein Traum, kann ich unbedingt empfehlen. Habt ihr eigentlich auch schon mal so eine verrückten Sachen gemacht, wie nach der Spätschicht einfach mal nach Usedom zu ballern? Schreibt es in die Kommentare und übrigens, abonnieren nicht vergessen. Tja, wenn man sich denkt, man könnte entspannt mit einem Rennrad in 8 bis 9 Stunden nach Usedom ballern und man damit 20 km/h über sowas fährt. Ja, es soll doch Spaß machen. Ja, kleines Update. Also ich bin vorhin durch den Wald gefahren. Habe ich, glaube ich, gezeigt. Ja, viel Sand, Plattenwege und Sand und Schotter. Fürs Rennrad bestens geeignet, hurra. Und ja, jetzt wieder auf dem normalen Radweg. Immer noch nichts zu trinken, aber dafür viele Wurzeln. ...140 km die erste Tankstelle, die auf hatte. Und ja, bisschen Wasser und Cola. Und man merkt sofort, hey, man ist an der Küste. Es ist so stürmisch. Einfach nur herrlich. Aber die Windjacke sieht vielleicht wieder aus. Also ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber ich denke nur auf Instagram. Ich hatte mir noch spontan diese 10-Euro-Tasche aus dem Rewe geholt. Dieses, naja, Bro-Cycle. Und zwar die Arschrakete. Und ja, es ist ein absolutes Fummel, das Ding anzubringen. Anzupassen, aber für 10 Euro kann man damit leben. So, ich bin jetzt bald irgendwie 24 Stunden wach
oder 23, ich weiß es nicht, egal. Wie gesagt, Spätschicht, 170 Kilometer auf der Uhr irgendwie so. Ja, ich habe mich kurz 10 Minuten hingelegt und hey, es halten echt schön Leute an. Alles gut, aber ja, freundliche Menschen, also halb so wild. Meine Damen und Herren, Anklam präsentiert Ihnen das größte Modellflugzeug der ganzen Welt. Ja, also nach knapp 190 Kilometern in Anklam. Das macht schon Spaß. Also 10 Minuten Schlaf oder Halbschlaf, irgendwas kann schon so viel bewirken. Ja, und tatsächlich geht es mir nach 190 Kilometern relativ gut. Ich höre gerade mein Lieblingsalbum von den Ärzten, Ist das alles? Und ja, laut mitsingen, Leute, laut mitsingen, das macht wach. Und ja, das Gute an der Langdistanz ist nun mal, irgendwann verwandelt sich die Erschöpfung in Euphorie, in Adrenalin und in gute Laune. Weil, hey, man wächst über sich hinaus. Es gibt Hoch und Tiefs und sehr viel Gegenwind. Aber ja, mir geht's super. Ich fühle mich sehr gut. Liegt vermutlich am Zucker, aber hey, ich komme aus der Spätschicht und bin jetzt auf Usedom. Willkommen beim neuen Format, ich war noch nie. Ich war noch nie mit dem Fahrrad auf der Pinebrücke. Und wieso? So, ich bin in Kaltan. 226 Kilometer, noch 2 Kilometer zum Strand. Geil, einfach nur geil. Ich fühle mich wunderbar und ja, gleich vorab, morgen geht's zurück. So, ich weiß nicht, ob man mich überhaupt noch hört. Also ich habe ja im Garmin eine Wetterwarnung. Die meisten meiner Touren waren bei Sturmwarnung. So, kaum bin ich hier in Karlshagen, Seewetterwarnung. Pass! Ja, 10 Uhr noch irgendwas, jetzt geht's wieder heim und ja, mal gucken. Aktuell geht's mir eigentlich relativ gut, die Beine sind in Ordnung, hab gegessen, hab genug zu trinken dabei und ja, ich werde sehen, ob ich unterwegs in den Zug steige oder erst in Berlin in die S-Bahn oder ob ich komplett durchradle. Kleines Update zur Lesin, die ist mir gerade bei voller Fahrt schon wieder vom Fahrrad gefallen. Aber am Aero-Lenker ist es halt ein bisschen doof mit diesem kleinen Nippel. Und ja, ich finde es schade, dass es da keine bessere Lösung gibt. Ich bin hier im nächsten Anklam. Es ist 12 Uhr mittags. Gut, ich bin ja erst eineinhalb Stunden unterwegs. Aber es wird theoretisch, praktisch, ziemlich ungemütlich. Also, mal gucken, vielleicht steige ich doch in die Bahn.
kleines Update. Ich bin eigentlich noch nicht viel weitergekommen, aber ich dachte mir, okay, vielleicht steige ich doch in den Zug. Aber erst dachte ich so, okay, fahre ich nach Pasewalk. Dann dachte ich mir so, ma, sind 50 Kilometer, dann hätte ich 90. Jetzt werde ich nach Prenzlau fahren und vermutlich von da in den Zug steigen. Und ja, schauen wir mal. Willkommen auf der Bundesstraße 109. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich bin so genervt von Garmin. Also, ja, weiß ich nicht. Das liegt an der Verbindung. Ich plane die Strecke auf Komoot am Handy. Ich schicke sie rüber. Und ja, weiß ich nicht. Es ist super nervig und die Strecke ist nicht da. Das heißt, ich muss theoretisch das GPS vom Handy nutzen. Muss mich mit Komoot navigieren lassen. Jetzt kann ich es wieder ausmachen. Dann habe ich es ausgemacht, weil ich jetzt Bundesstraße fahre. Und ich weiß, wie es nach Pasewalk geht. Und nach Prenzlau. Aber ey, es kann doch nicht sein. Das Handy ist mit dem Garmin verbunden und die Route ist nicht da, wo ich sie rübergeschickt habe. Ah, nein, das ist super nervig. Ach ja, falls ich nicht gesagt habe, es ist übrigens teilweise mega windig. Mega! Und jetzt zu meiner Fratze. Aber nein, ich finde die Aussicht, boah, so Hammer. Toll. Der Wind weht, der Helm sitzt. Drei Wetter knapp. So. 3 Kilometer vom Bahnhof Prenzlau und dann fahre ich, denke ich, bis zum Hauptbahnhof und radel nach Hause. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß, Fahrt, Fahrrad, passt auf euch auf und tschüss.